Guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Folge von Medizin und Pflege im Dialog. Mein Name ist Daniela Schulz-Erdner. Ich leite die Strahlentherapie hier am Agaplesia-Markus-Krankenhaus und mein Thema lautet heute Abend moderne Strahlentherapie beim Prostatakarzinom. Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, der so circa 40, 45 Minuten dauern wird, möchte ich gerne ein paar Hinweise zur Technik geben. Wir haben sie alle stumm geschaltet. Wahrscheinlich wird sich auch noch der ein oder andere dazuschalten. Wir werden diesen Vortrag aufnehmen und dann auch später online zur Verfügung stellen auf der Homepage. Und es wird auch am Ende Zeit sein, Fragen zu beantworten. Aus technischen Gründen und um auch die Qualität des Vortrages nicht zu beeinträchtigen, ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie Fragen haben, diese dann in den Chat eingeben. Da ist so ein kleines Feld auf dem oberen Rand Ihres Teams-Zugangs und da einfach sich frei fühlen, Ihre Fragen auch während dem Vortrag ruhig einzugeben. Ich werde dann am Ende des Vortrags die Fragen durchgehen und versuchen, eine möglichst gute Antwort zu geben. Wenn die Antwort nicht gut genug ist oder weitere Fragen bleiben, können Sie einfach auch noch weiter dann eintippen und ich werde mich bemühen, das alles zu beantworten. Und ich würde dann mit dem Vortrag loslegen. Man kann noch starten. Ich werde zunächst kurz die Indikationen für eine Strahlentherapie aufzeigen, anschließend die Bestrahlungsarten und Techniken besprechen, dann auch etwas zu den typischen Nebenwirkungen und deren Behandlung sagen und dann gegen Ende des Vortrags, das ist sicherlich der spannendste Teil, auch etwas zu den modernen Trends in der Strahlentherapie beim Prostatakarzinom sagen. Das sind im Moment die adaptive Radiotherapie und die Hypofraktionierung. Und am Schluss auch noch ein paar Worte verlieren zur Nachsorge nach Strahlentherapie und die Besonderheiten, die da zu beachten sind. Ja, wann kann eine Radiotherapie beim Prostatakarzinom erfolgen oder sollte sie vielleicht auch erfolgen als eine von mehreren Optionen? Da haben wir zum einen das lokalisierte Prostatakarzinom, das lokal fortgeschrittene Prostatakarzinom, die Salvage-Radiotherapie bei PSA-Rezidiv nach einer Operation oder einer Androgenblockade und auch das metastasierte Prostatakarzinom stellt eine Indikation zur Strahlentherapie dar. Ich möchte gern zwei Begriffe vorab erklären. Diese finden Sie in Klammern hinter den Indikationen. Einmal kurativ, das bedeutet, die Zielsetzung der Therapie ist bei dieser Indikation die Heilung. Palliativ bedeutet, ich kann den Patienten nicht heilen mit der Radiotherapie, aber ich kann zumindest das Leiden lindern oder die Symptome, die von dem Tumor herrühren, kontrollieren oder optimieren, verbessern. Beim metastasierten Prostatakarzinom kann das zum Beispiel die Bestrahlung von Knochenmetastasen sein, die einfach zu einem Ansprechen der Schmerzen führt und auch zu einem dauerhaften Ansprechen der Schmerzen führt. Ich habe tatsächlich auch beim metastasierten Prostatakarzinom mit der Radiotherapie eine Möglichkeit der Heilung, wenn es sich nur um einige wenige Metastasen handelt, die bei Diagnose vorliegen. Das nennt man dann Oligometastasierung, das heißt, so drei oder vier Metastasen vorliegen, dann kann ich durch eine strahlentherapeutische Behandlung sowohl des Prostatakarzinoms als auch dieser wenigen Metastasen tatsächlich in einigen Fällen auch eine Heilung erreichen. Am häufigsten kommt die Strahlentherapie natürlich zum Einsatz bei den lokalisierten Prostatakarzinomen und dies ist auch in der Leitlinie so beschrieben. Die Strahlentherapie stellt hier natürlich auch nur eine von mehreren möglichen Optionen dar. Ich habe Ihnen das hier mal aufgedröselt. Hier gibt es neben der Strahlentherapie einmal das Watchful Waiting. Das Watchful Waiting ist ein palliatives Konzept, das heißt, ich kann mit einem Nichtstun, nämlich das ist das Watchful Waiting, natürlich keine Heilung erreichen. Ich kann allerdings bei Symptomen verschiedene Therapien auch einsetzen, zum Beispiel die Androgenblockade zur Symptomkontrolle und damit eben auch dem Patienten helfen. Was ich nicht kann mit dem Watchful Waiting,
ist eine Lebenszeitverlängerung erreichen. Dementsprechend ist auch die Voraussetzung für ein solches Therapiekonzept, dass die Patienten eine geringere als 10-jährige Lebenserwartung haben müssen. Das heißt, Patienten, die 60, 65 sind und keine nennenswerten Nebenerkrankungen haben, sollten eigentlich eine adäquate Therapie erhalten mit einem heilenden Ansatz. Dann als zweite mögliche Therapie oder auch Nicht-Therapie haben wir hier die Active Surveillance. Die Active Surveillance, das sagt der Name schon, ist nicht ein Nichtstun oder Abwarten, sondern ist ein aktives Abwarten. Und das wird häufig vergessen. Bei der Active Surveillance werden regelmäßige urologische Untersuchungen und PSA-Kontrollen durchgeführt, und zwar alle 3 Monate. Und es werden auch alle 12 bis 18 Monate Rebiopsien mit oder ohne MRT durchgeführt. Die Active Surveillance dient dabei der Unterscheidung zwischen einem Niedrigrisikotumor, der keiner Behandlung bedarf, und einem Tumor, der einer Behandlung bedarf. Und man muss hier ganz klar sagen, dass in jedem Jahr einer Active Surveillance ca. 20% der Patienten eine aktive Therapie benötigen. Also nicht nur Active Surveillance, sondern tatsächlich eine Operation oder Strahlentherapie brauchen. Die Active Surveillance, die hat auch eine Einschränkung. Damit man nicht 90% der Patienten behandeln muss, sollte die Active Surveillance auf die Patienten beschränkt bleiben, die von vornherein wahrscheinlich ein niedriges Risiko haben werden. Denn nur bei diesen Patienten ist auch dieses Risiko eines Therapiebedarfs 20%, nämlich die Patienten, die als Low-Risk-Prostatakarzinome einklassifiziert werden. Das sind alle Patienten, die einen PSA-Wert von unter 10 haben, einen Gleason-Score von 6, also nicht 7, 8, 9 oder 10, sondern 6. Und dann dürfen auch die Prostatakarzinome nicht sehr ausgedehnt in der Prostata wachsen. Das heißt, nicht mehr als 50% der Stanzen bei der Erstbiopsie sollten Tumor enthalten. Und wenn sich diese Voraussetzungen bei den Rebiopsien nicht mehr so nachweisen lassen, das heißt, wenn es zu einer Progredienz oder zu einem Fortschreiten des Tumors kommt oder dieser Tumor aggressiver vom Wachstum her wird, dann sollten diese Patienten eine der aktiven Therapien angeboten bekommen. Und das ist dann in der Regel die Operation, die Brachytherapie oder die percutane Radiotherapie. Auf die Operation möchte ich heute als Strahlentherapeutin nicht näher eingehen. Die Brachytherapie und die percutane Radiotherapie, das sind die beiden großen strahlentherapeutischen Therapiefelder. Bei der Brachytherapie unterscheidet man die LDR-Brachytherapie von der HDR-Brachytherapie. Die HDR-Brachytherapie, die wird eigentlich nur in Kombination mit einer percutanen Radiotherapie empfohlen. Das heißt, da hat man dann das Einbringen dieser radioaktiven Quellen und die percutane Radiotherapie. Und bei der percutanen Radiotherapie, da unterscheidet man die Therapie mit Photonen. Das ist inzwischen in der Regel eine intensitätsmodulierte Radiotherapie. Oder aber eine percutane Radiotherapie mit Protonen. Ja, wie unterscheiden sich die verschiedenen Strahlentherapiearten? Wenn man sich die Brachytherapie anschaut, Brachytherapie, das heißt so viel wie Kurzdistanztherapie, dann muss die Strahlenquelle direkt in den Tumor eingebracht werden oder direkt an den Tumor zumindest gebracht werden, weil diese Form der Radiotherapie nur ganz an der Oberfläche wirkt. Man sieht das an diesen tiefen Dosiskurven. Hier hat man in den ersten 1 bis maximal 2 Zentimeter Tiefe überhaupt eine Strahlenwirkung und dann fällt die Dosis dann fast auf 0 ab. Das heißt, ich muss diese radioaktiven Quellen in den Tumor und damit in die Prostata einbringen, wenn ich das Prostatakarzinom behandeln möchte. Im Gegensatz dazu habe ich bei der Teletherapie oder percutanen Radiotherapie ein Dosisprofil, das so aussieht, dass man in der Tiefe noch fast die volle Dosis hat. Ich habe an der Oberfläche eine gewisse Schonung der Haut bei modernen Strahlen und in der Tiefe habe ich gleichmäßig einen hohen Dosisverlauf. Das ist die typische Tiefendosiskurve für eine Photonentherapie.
Und die unterscheidet sich vielleicht nach der Energie noch ein wenig in der Tiefe und am Beginn, ist aber im Groben und Ganzen von der Form der Tiefendosiskurve gleich. Im Gegensatz zu den Photonen habe ich bei den Protonen und den Kohlenstoffionen ein sogenanntes inverses Dosisprofil. Sowohl Protonen als auch Kohlenstoffionen werden auch durch die Haut eingestrahlt. Dies ist jedoch nur an dafür ausgelegten Beschleunigern möglich und diese Form der Behandlung gibt es auch nur an ganz wenigen Einrichtungen in Deutschland. Das sind sogenannte Proton-Kohlenstoff-Ionen-Beschleuniger. Hier von Frankfurt aus gesehen sind die nächsten Einrichtungen Marburg und Heidelberg. Proton- und Kohlenstoffionen sind Teilchenstrahlen, die auf dem Weg durch das Gewebe, durch ihre Masse abgebremst werden und sich verlangsamen und dann das Maximum an Energie in einer bestimmten Tiefe abgeben. Diesen Bereich, wo die Energie dann deponiert wird, nennt man Breakpeak. Und hinter diesem Breakpeak, da fällt die Dosis praktisch auf Null ab. Und wenn man jetzt ein Prostatakarzinom mit Proton- oder Kohlenstoffionen behandelt, dann ist dies in Deutschland immer ein Übereinanderlegen verschiedener Strahlen unterschiedlicher Energie. Und diese Strahlen, die werden dann gescannt. In Deutschland haben wir nur diese moderne Form der Proton- und Kohlenstoffionentherapie. Und dieser Scanning-Prozess, der dauert eine gewisse Zeit. Und deswegen sind da auch ganz besondere Kriterien anzulegen für die Präzision der Strahlapplikationen. Ich möchte jetzt kurz durch die verschiedenen Verfahren mit Ihnen hindurchgehen und Ihnen erklären, was genau gemacht wird, wie der Ablauf ist, was die Vorteile sind, was die Einschränkungen sind und was die Nachteile sind. Ich beginne mit der LDR-Brachytherapie. Die LDR-Brachytherapie wird in der Regel mit Jod-125-Quellen durchgeführt. Bei dieser Therapie werden kleine Jodkörnchen, die radioaktiv sind, ultraschallgesteuert in der Prostata platziert. Diese Jodkörnchen, die sind ca. 4 mm lang und werden in Form von Ketten in die Prostata geschossen. Ich habe Ihnen hier ein Bild abgebildet von einer solchen Applikation und für mich hat das immer etwas von Schiffe versenken, weil wenn Sie sich dieses Zielsystem anschauen, dann sieht das genauso aus wie früher im Kindesalter dieses Zielsystem vom Schiffe versenken Spiel. Und genauso läuft das auch ab. Die LDR-Brachytherapie wird in der Regel von einem Strahlentherapeuten und Urologen zusammen durchgeführt. Der Urologe appliziert die Körnchen und der Strahlentherapeut, der plant und steuert das Ganze und sagt dem Urologen, wo er die Körnchen ablegen soll. Praktisch läuft das so ab, dass eine Woche vor dem Applikationstermin eine Vorplanung erfolgt. Da wird die Prostata mit dem Ultraschallgerät eingestellt. Und man plant schon grob die Bestrahlung und weiß dann auch schon, wie viele Körnchen man ungefähr braucht und bestellt diese Körnchen. Weil diese Körnchen, die müssen dann geliefert werden, die sind ja radioaktiv und die Radioaktivität, die zerfällt und die müssen auch in bestimmten Tresoren gelagert werden. Am Tag der Applikation muss der Patient stationär aufgenommen werden, weil dieser Eingriff in Vollnarkose oder zumindest in Spinalanästhesie erfolgt. Die Dauer der ganzen Applikation, die beträgt ca. 60 bis 90 Minuten und die Quellen verbleiben dann in der Prostata. Diese Jod-125-Quellen strahlen in etwa 6 Monate. Eine moderne LDR-Brachytherapie bedeutet immer, dass ich neben dieser Vorplanung auch eine adaptive Planung online durchführe. Das heißt, während der Urologe diese Ketten einschießt, muss eigentlich ständig die aktuelle Lage und die Dosisverteilung monitoriert werden. Und zwar der tatsächliche Ablageort dieser kleinen Körnchen, die können sich nämlich auch noch bewegen, also migrieren, man nennt das Migration, und durch Schwellung oder Einblutung auch in ihrer Örtlichkeit noch verlagern. Und damit man eine möglichst gute Qualität des Planes hat und auch das Endresultat der Planung entspricht, sollte man während der Bestrahlung eine adaptive Planung durchführen. Und daran erkennt man eine moderne LDR-Brachytherapie. Es gibt hier Einschränkungen. Die LDR-Brachytherapie sollte nicht bei sehr großer Prostata durchgeführt werden, auch nicht bei Obstruktion. Das heißt, wenn wir schon Probleme bei der
Harnentleerung bestehen, dann sollte nicht noch eine Schwellung durch eine LDR-Brachytherapie produziert werden, sodass dann ein akuter Harnverhalt die Folge ist. Und auch Voroperationen stellen Kontraindikationen dar für eine Brachytherapie. Was sagt die S3-Leitlinie, die zuletzt 2021 aktualisiert wurde? Die sagt, die interstitielle LDR-Monotherapie ist eine primäre Therapieoption zur Therapie des lokal begrenzten Prostatakarzinoms mit niedrigem Risikoprofil. Niedriges Risikoprofil bedeutet Gleason Score 6, PSA kleiner 10. Bei allen anderen Prostatakarzinomen, also Intermediate Risk oder High Risk Prostatakarzinom, sollte diese Form der Therapie nicht durchgeführt werden. Der Vorteil der LDR-Brachytherapie ist, dass die Behandlungsdauer unter einer Woche ist. Der Nachteil ist, dass man mehr Spätnebenwirkungen hat als bei einer perkutanen Radiotherapie. Das heißt, man muss sich gut überlegen, wo die Vorteile eine größere Rolle spielen als die Nachteile. Zum Beispiel bei sehr immobilen Patienten, bei Patienten, die keine achtwöchige perkutane Radiotherapie durchführen lassen können oder wollen, auch aus privaten Gründen, da kann man eine solche LDR-Brachytherapie durchaus auch empfehlen. Dass da mehr Nebenwirkungen auftreten als bei einer modernen Photon-IMRT, das sieht man an dieser Studie. Hier hat man nach der Spätnebenwirkungswahrscheinlichkeit an der Harnröhre, an der Blase sowie am Enddarm geschaut und hat gefunden, dass man mit einer J125-Therapie einfach so 7,7% für den Enddarm versus 2,4% mit einer IMRT hat. Und für die Harnröhre, Harnblase, da ist das nochmal deutlicher, da ist es einfach 19,2% gegenüber 3,5%. Das heißt, wenn man sozusagen da die Wahl hat, muss man einmal die Spätnebenwirkungen sich überlegen und dann überlegen die Zeit, die man für die Therapie investieren möchte. Die zweite Form der Brachytherapie ist die HDR-Brachytherapie, also High-Dose-Rate-Brachytherapie. Und diese Form der Brachytherapie wird mit Iridium 132 durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine radioaktive Quelle, die in kurzer Zeit eine sehr hohe Dosis ermöglicht. Auch das wird nur dahin kommen, wo auch diese Quelle ist, nämlich in der Prostata, weil es sich auch dabei um eine Brachytherapie handelt. Das heißt, die Applikation läuft ganz ähnlich ab wie bei einer LDR-Brachytherapie. Narkose, Spinalanästhesie, ultraschallgesteuertes Einbringen. Allerdings werden jetzt keine Körnchen eingebracht, sondern Applikationsschläuche. Ich habe Ihnen diese Applikationsschläuche mal im oberen Bild abgebildet. Diese Schläuche, die sind während dem Eingriff in der Prostata und sind verbunden mit einem Tresor. Und in diesem Tresor auf der rechten Seite, da lagert diese radioaktive Quelle, die dann später, wenn der Plan erstellt ist, nach dem Applizieren, dazu verwendet wird, Haltepunkte anzusteuern. Das heißt, der Ablauf ist so, die Applikation der Schläuche, dann eine CT-gestützte Bestrahlungsplanung mit Berechnung der Haltepunkte für diese radioaktive Quelle. Dann verlässt das Personal den Raum, geht nach draußen und steuert von draußen diese Afterloading-Therapie, das ist also ein Nachladeverfahren. Und die Dauer, die beträgt nur wenige Minuten, eine High-Dose-Rate-Brachytherapie, und es wird eine Dosis von ca. 9 oder 10 Gray in einer Sitzung appliziert. Die Schläuche werden anschließend wieder entfernt. Weil das sehr viel Dosis auf einmal ist und durch die Prostata auch die Harnröhre hindurchläuft, kann ich nicht die volle Dosis mit dieser Technik auf einmal applizieren. Das heißt, ich muss den Patienten ein zweites Mal einbestellen. Das wird in der Regel nach einer Woche gemacht. Und dann reicht es immer noch nicht. Ich muss dann auch noch eine moderate Dosis von außen einstrahlen, und zwar über 5 Wochen. Das heißt, eine HDR-Brachytherapie darf nur in Kombination oder sollte nur in Kombination mit einer Photonen-IMRT der Prostata durchgeführt werden. Die Gesamtdauer der Therapie beträgt 7 bis 8 Wochen. Und ich habe während dieser Zeit sozusagen auch 2 Operationen mit Applikation von Schläuchen und radioaktiven Quellen.
Die Leitlinie sagt hierzu, dass beim lokal begrenzten Prostatakarzinom der intermediären und hohen Risikogruppe diese kombinierte percutane und LDR- oder HDR-Brachytherapie erfolgen kann und zusätzlich aber auch noch eine Hormontherapie appliziert werden soll, weil bei diesen höheren Stadien sollte man generell eine Antihormontherapie empfehlen. Patienten, die eine HDR-Brachytherapie erhalten, sollten natürlich auch über eine erhöhte Rate von Spättoxizität aufgeklärt werden. Und das ist dann natürlich analog zur Brachytherapie mit Iodsitz. Dann die dritte Form der Strahlentherapie, die percutane Radiotherapie. Hier sagt die Leitlinie, die percutane Strahlentherapie ist eine primäre Therapieoption beim lokal begrenzten Prostatakarzinom aller Risikogruppen. Also man kann es nicht nur bei den Low-Risk-Fällen, nicht nur bei den Intermediate- und High-Risk-Fällen, sondern bei allen Fällen anwenden. Diese Form der Strahlentherapie ist im Übrigen auch bei den Rezidiven, also nach Operation, möglich. Und sie kann auch bei den lokal fortgeschrittenen, also über die Prostata hinaus wachsenden Prostatakarzinomen angewendet werden, weil ich ja hier von Außeneinstrahlung selbst bestimme, wo die Dosis hinkommen kann, während ich bei der Brachytherapie nur die Prostata mit den Samenblasenbasen bestrahlen kann. Weiter sagt die Leitlinie, die percutane Dosis eskalierte Strahlentherapie soll in IMRT-Technik unter Einsatz bildgeführter Techniken IGRT durchgeführt werden und die Dosis sollte in Standardfraktionierung mit einer Gesamtdosis von 74 bis 80 Gray eingestrahlt werden. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Dosis, die ich einstrahlen soll. Ich brauche dazu sehr moderne Techniken, nämlich eine IMRT-Technik und diese sollte auch noch kombiniert werden mit IGRT. Und diese Begriffe IMRT, IGRT, Dosiseskalation, Fraktionierung, Standardfraktionierung, die werde ich Ihnen jetzt im weiteren Vortrag noch ein bisschen näher erläutern. Das, was für die percutane Radiotherapie natürlich auch gilt, ist, dass man bei Intermediate Risk eine neoadjuvante und adjuvante Androgenblockade machen sollte, allerdings nur über 6 Monate. Und bei den High-Risk-Fällen, das sollte diese Androgenblockade entsprechend länger, über 2 bis 3 Jahren zusätzlich erfolgen. Das gilt im Übrigen genauso für die Brachytherapie. Ja, was ist eine intensitätsmodulierte Radiotherapie? Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Man sieht unten einen Linearbeschleuniger, an dem diese IMRT durchgeführt wird. Guckt man von unten in den Bestrahlerkopf, dann sieht man diese Bleilamellen, die motorisch betrieben werden und sich automatisch verfahren können. Und die können ganz irregulär einjustiert werden. Und wenn ich eine intensitätsmodulierte Radiotherapie plane, dann wird am Computer ausgerechnet, welche Form diese Bleilamellen annehmen müssen, damit aus jeder Richtung der Bestrahlung die Bestrahlung an die Prostata angepasst werden kann. Das heißt, die Bestrahlung die wird ganz eng an die Prostata geführt und neben der Prostata, da wird die Dosis eingespart. Im Fall der Prostata bedeutet das, dass ich insbesondere am Enddarm eine Schonung vornehmen kann durch eine solche irreguläre, inhomogene Bestrahlung mittels IMRT-Technik. Bevor ich weiter im Vortrag gehe, möchte ich nochmals die Ziele auch definieren, die wir uns bei der percutanen Radiotherapie setzen müssen. Das Ziel einer jeglichen IMRT mit hoher Dosierung ist es, gleichzeitig noch eine maximale Schonung hinzubekommen am Enddarm und an der Blase. Und auch gleichzeitig noch die Behandlungszeit möglichst kurz zu halten. Hier ist wichtig zu wissen, dass die Prostata nicht irgendwo im leeren Beckenraum liegt, sondern sie wird ganz eng umgeben von Harnblase, Enddarm, Dünndarm und Peniswurzel. Und an allen diesen begleitenden Organen können Nebenwirkungen durch die Bestrahlung entstehen. Und dies gilt es durch eine moderne Strahlentherapie zu verhindern. Jetzt das Zweite, was hinzukommt, ist, dass diese Lage der Prostata, die bleibt nicht so. Die verändert sich und die hängt ganz stark von den Füllungszuständen von Harnblase und Enddarm ab. Das heißt, um da möglichst wenig Sicherheitsabstand zu benötigen, muss ich eine immer gleichmäßige Füllung von Harnblase und Enddarm hinbekommen. Und damit sich das nicht während der Bestrahlungszeit ändert,
muss ich die Bestrahlungszeit auch möglichst kurz halten. Dann werde ich häufig gefragt, muss ich überhaupt so viel Dosis haben? Reicht es nicht vielleicht, wenn ich etwas weniger Dosis bekomme? Und da kann ich nur sagen, dass beim Prostatakarzinom, wie bei fast kaum einem anderen Tumor, eine starke Dosis-Wirkungsbeziehung besteht. Ich habe Ihnen hier die Heilungschancen für die mittleren und hohen Risikofälle mal in Abhängigkeit von der applizierten Dosis mitgebracht. Und da sieht man, wenn man die Dosis von 70 Gray sich anschaut, habe ich bei den Intermediate-Risk-Fällen nur eine Heilungschance von 42%. Steigere ich die Dosis stufenweise, dann komme ich hier bis fast auf 90% drauf. Und das sind gerade mal 10 Gray. Das heißt, jedes Gray zählt. Also auch die Dauer der gesamten Behandlungszeit, die dauert zum Beispiel bei uns bei einer IMAT 36 Tage. Mit 5 Tagen pro Woche. Und das bedeutet bei 36 Sitzungen 7 Tage, 7 Wochen und 1 Tag. Und da werde ich ganz häufig auch gefragt, muss dieser eine Tag nach dem Wochenende noch sein? Und da kann ich auch immer nur auf diese Kurven verweisen, jedes Gray zählt. Und damit jede Gray auch sicher ankommt, verwenden wir ganz moderne Techniken, um die angrenzenden Risikoorgane dabei noch möglichst gut zu schonen. Das hier ist ein antiquarisches Bild oder mehrere antiquarische Bilder von der ersten Radiotherapie mit IMAT beim Prostatakarzinom aus dem Jahr 1997. Die Therapie wurde damals am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg durchgeführt. Und Sie sehen, der Patient, der sieht nicht ganz entspannt aus. Der musste damals noch in solchen Gipsmasken gelagert werden. Kopfmaske, Beckenmaske, das sind tatsächlich Scharniere. Und das, was hier aussieht wie Bauschaum, das sieht nicht nur so aus, das ist Bauschaum. Also wir haben diesen Patienten tatsächlich eingegipst mit Scharnieren, wirklich in dieses Korsett gezwängt und dann mit einem stereotaktischen Zielsystem die Prostata angezielt. Im Bestrahlungsraum befand sich der erste CT-Scanner in Deutschland. Das hat aber noch insgesamt 10 Minuten gedauert, den Patienten von der einen Ecke des Raums in die andere zu fahren. Und damit dann die Füllungszustände von Harnblase und Enddarm zu überprüfen. Anschließend wurde der Patient wieder an den Linearbeschleuniger gedreht und dann bestrahlt. Die ganze Behandlung dauerte 30 bis 45 Minuten in dieser Lagerungshilfe, damals noch mit Step-and-Shoot-IMAT. Das heißt, zwischen den einzelnen Feldern wurde der Strahl abgestoppt. Und der Sicherheitsabstand, den wir damals zulassen konnten, weil wir jetzt die Füllungszustände tatsächlich auch erstmals sehen konnten, war 8 mm in alle Richtungen und 6 mm Richtung Enddarm. Das Problem lässt sich an diesen CTs, die an aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt wurden, gut nachverfolgen. Wenn man hier sich den Enddarm anschaut, dann hat man einfach an jedem Tag eine andere Füllung. Und damals haben wir gesagt, dass bedeutet am Ende einen so großen Sicherheitssaum, dass man bei diesen Patienten vielleicht versuchen sollte, den Darm immer zu entleeren, weil das am einfachsten für den Patienten geht. Und seit dieser Zeit werden Patienten mit einer Prostatabestrahlung, die mit IMAT erfolgt, durch die Haut immer gebeten, möglichst mit entleertem Darm zu kommen, wenn man dann einfach den Sicherheitsabstand kleiner halten kann und das auch für den Patienten am einfachsten durchzuführen ist. Das hier sind Bilder aus 2022, also das ist ein aktuelles Setting für die IMAT. Wir verwenden in der Zwischenzeit sogenannte Volumetric Modulated Arc-Therapietechniken. Dabei stoppt der Strahl nicht mehr zwischen den Feldern ab, sondern es wird in Bögen bestrahlt und die Behandlung dauert dann entsprechend nur noch wenige Minuten. Zusätzlich sind die CTs nun in dem Bestrahlungsgerät integriert. Hier sind zusätzliche Röntgen-Einrichtungen mit Röntgenaufnehmern. Und bevor der Patient bestrahlt wird, kann so durch 2 Umdrehungen dieser Gerätschaften ein CT gemacht werden, direkt mit dem Vor-CT überlagert werden. Und man kann sich dann auch die Dosisverteilung überlagern lassen und dann entscheiden, ob der Patient vernünftige Füllungsverhältnisse hat, die eine Bestrahlung zulassen.
Zusätzlich sind an modernen Linearbeschleunigern auch häufig noch solche Kameras installiert. Da wird dann LED-Licht ausgesendet und kontinuierlich über die Patientenoberfläche geführt. Die Gerätschaften sind so eingestellt, dass bei einer Abweichung von 3 mm der Strahl automatisch unterbrochen wird. Das bedeutet, wenn der Patient sich während einer Bestrahlung bewegt, weil irgendetwas juckt oder er einfach verkrampft, dann würde sich dieser Strahl automatisch abschalten. Das bedeutet, ich brauche keine rigide Lagerungshilfe mehr. Und wenn Sie sich anschauen, wie das heute aussieht, das ist einfach eine Kniestütze und eine Fußstütze, die für den Patienten individuell eingestellt wird. Und in dieser Lagerung wird der Patient dann jeden Tag bestrahlt. Die ganze Therapie dauert auch nur noch 10 Minuten. Das bedeutet, dass wir einen Sicherheitsabstand von 5 mm benötigen und nicht wie damals 6 bis 8 mm. Hier nochmal die Volumetric Arc Therapy. Da sehen Sie, wie sich das Bestrahlungsgerät um den Tisch dreht. Und während dieser Drehung verfahren sich die Bleilamellen. Und es verfahren sich nicht nur die Bleilamellen, also die Feldform, sondern auch die Dosisrate und die Rotationsgeschwindigkeit und auch die Drehung dieses Auslasses kann während der Bestrahlung kontinuierlich variiert werden. Mithilfe dieser verbesserten IMAT-Technik hat man nicht nur eine Reduktion der Therapiedauer pro Sitzung auf 2 bis 3 Minuten, sondern man hat auch eine verbesserte Homogenität, weil man keine Kantenunschärfen mehr hat. Und ich möchte Ihnen auch gern zeigen, wie das praktisch aussieht. Jetzt steht hier in der Leitlinie, dass wir auch noch IGRT möglichst machen sollen. IGRT heißt Image-Guided Radiotherapie. Und Image-Guided Radiotherapie, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir verwenden hier am Markus-Krankenhaus dieses integrierte CT für die Image-Guided. Durch dieses integrierte CT können Bilder akquiriert werden, direkt vor der Bestrahlung. Und diese Bilder werden überlagert mit dem Bestrahlungsplanungs-CT. Die Dosisverteilung wird eingeblendet und ich kann auf diesen CTs die Füllungszustände von Blase und Enddarm erkennen. Und ich kann auch sehen, ob zum Beispiel die Blase so gefüllt ist wie bei der Bestrahlungsplanung oder nicht. Ich kann auch sehen, wo der Dünndarm zu liegen kommt. Ich kann auch sehen, ob der Enddarm entleert ist. Bei diesem Patienten zum Beispiel haben wir an dem einen Tag eine optimale Blasenfüllung. Auch der Enddarm ist sehr, sehr gut von der Position, sodass dieser Patient nur noch insgesamt von seinem knöchernen Skelett feingelagert wurde und dann bestrahlt wurde. Am nächsten Tag war die Blase nicht mehr so gut gefüllt. Und hier erkennt man, dass der Dünndarm, der vorher oberhalb der Blase lag, jetzt deutlich nach unten verlagert ist. Und ich sehe gleichzeitig aber auch noch meine Dosisverteilung. Und die Arbeit des Strahlentherapeuten oder auch der MTA bei der Bestrahlung ist es nun zu entscheiden, kann ich diesen Patienten so bestrahlen, ja oder nein? In diesem Fall ist dieser Dünndarm noch so weit weg von der Prostata und die Dosisverteilung deckt sich so gut mit der aktuellen Prostatalage, dass dieser Patient bestrahlt werden konnte. Er hat aber dann natürlich die Rückmeldung von der MTA bekommen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Blase in den nächsten Tagen besser füllen. Weil wenn dieser Trend sich fortsetzt und der Patient auch mit zunehmender Therapiedauer immer mehr Probleme hat, die Blasenfüllung zu halten, weil einfach Reizerscheinungen dazukommen, dann führt das irgendwann dazu, dass der Dünndarm direkt im Bestrahlungsfeld liegt. Wir versuchen, dem Patienten das Feedback zu geben, dass er da dem entgegenwirken kann. Aber bestrahlt werden konnte dieser Patient. Das ist ein anderer Fall. Hier sieht man, dass der Patient im Enddarm Luft hatte und diese Luft hat den Darm nach vorne verlagert und die Prostata gleich mit. Und wenn man dies überlagert mit der Dosisverteilung, dann sieht man, dass dieser Darm mit der Luft jetzt im Hochdosisbereich der Bestrahlung liegt. Und hier gibt es am Ende nur eine Lösung. Dieser Patient kann natürlich nicht bestrahlt werden. Dieser Patient musste absteigen und die MTA hat ihn gebeten, nochmal auf Toilette zu gehen, Luft, Stuhlgang abzusetzen und nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten sich wieder einzufinden. Und dann macht man einen neuen Versuch und versucht den Patienten mit optimierten Verhältnissen zu bestrahlen. Das kann man natürlich nur mit einer solchen CT-Bildgebung sehen.
Eine andere Möglichkeit der IGRT ist die stereoskopische Röntgeneinstellung. Hier ist es natürlich erforderlich, die Prostata sichtbar zu machen. Weil ich ja nur mit Röntgen arbeite, muss ich auch röntgendichtes Material verwenden. Und hierzu werden dann solche Goldspiralen in die Prostata operativ eingebracht, also so ähnlich wie bei der Brachytherapie. Nur, dass dann anschließend da nichts strahlt, sondern diese Marker werden dann für die IGRT verwendet. Und es gibt solche Spezialgeräte wie CyberKnife. Das ist nichts anderes als ein Linearbeschleuniger. Der hat aber kein eingebautes CT, sondern der hat solche Röntgenanlagen installiert im Raum, die dann ein stereoskopisches Röntgen machen und dann während der Bestrahlung die Beweglichkeit dieser Goldmarker nachverfolgen. Das heißt, wenn sich während der Bestrahlung der Patient oder die Prostata etwas bewegt, dann wird auch dieses Gerät sich bewegen. Ein Nachteil ist, dass ich keine Volumeninformationen über die Harnblasenfüllung und die Enddarmfüllung habe und dass der Patient natürlich nochmal einen operativen Eingriff bekommen muss, um diese Goldmarker zu implantieren. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch ein Verfahren, was möglich ist zur Behandlung des Prostatakarzinoms. Was bringt es mir, wenn ich Image Guidance mache? Kann ich nicht auf das Röntgen oder auf diese CT-Untersuchungen verzichten? Und da muss man ganz klar sagen, wenn man eine sehr, sehr hohe Dosis in die Prostata einstrahlt, habe ich einen Vorteil, wenn ich eine regelmäßige CT-Kontrolle mache. Und hier hat man in dieser Studie eine extrem hohe Dosis gegeben, die würden wir heute so gar nicht mehr geben. Wir geben im Moment so zwischen 74, 78 bis an die 80 Gray. Aber nicht mehr 86 Gray. Damals hat man das gemacht in den USA und hat die einen Patienten einfach so mit IMAT behandelt und die anderen mit einer Goldmarker-basierten IGRT überprüft. Und dann hat man geschaut, wie sieht es mit den Spätnebenwirkungen aus an der Harnröhre und an der Blase. Und da hat man gesehen, dass man deutlich besser liegt, wenn man eine IGRT durchführt. Und das ist der Grund, warum auch die Leitlinie eine IGRT empfiehlt, also zumindest eine Goldmarker-basierte, noch besser natürlich mit Volumeninformationen. Und in dieser Serie, da sieht man auch, dass das nicht nur ein bisschen was ausmacht, also G2 gastrointestinal oder G2 genitourogenitale Nebenwirkungen. Das sind die, die auch behandelt werden müssen. Das ist nicht nur so ein bisschen ziepen oder brennen, sondern so brennen, dass man auch Medikamente mindestens braucht oder sogar einen Eingriff. Und das ist nach 3 Jahren ohne IGRT bei 10,4% der Patienten an der Harnröhre und der Blase der Fall gewesen und mit der ohne die IGRT bei 20%. Am Enddarm 1,6 versus 1%, also selbst bei dieser hohen Dosis, die man damals appliziert hat, war das auch ohne die IGRT sehr gut verträglich. Und hier auch nochmal eine Übersicht zu den Nebenwirkungen der modernen IMAT. Ich habe Ihnen jetzt hier Serien zusammengestellt, die auch der Dosis entsprechen, die im Moment empfohlen wird. Hier haben Sie natürlich auch nochmal die Serie mit diesen 86,4. Das sind auch die Spätnebenwirkungen entsprechend etwas höher. Verwendet man die Dosen, die wir heute in Deutschland verwenden, dann sind die Komplikationsraten, die Spätnebenwirkungsraten am Darm und an der Urethra, also der Harnröhre oder der Blase, extrem selten. Am Darm maximal 2% und an der Blase und der Harnröhre maximal 3% nach 8 Jahren. Das heißt, auch in der langzeitigen Nachbeobachtung stellt sich da nicht noch irgendetwas ein, was wir jetzt noch gar nicht sehen. Dann möchte ich gerne noch ein paar Worte verlieren zur Protonen-Kohlenstoff-Ionentherapie. In den USA ist die Protonentherapie seit Jahrzehnten verfügbar. Dort wird sie in der Regel nicht gescannt oder nur an wenigen Zentren gescannt. Die Heilungschancen und die Toxizität sind jedoch nicht besser und die Kosten sind deutlich höher als bei einer IAMAT. In Deutschland gibt es inzwischen einige Zentren, die auch Protonentherapie anbieten. Hier ist die Applikation ausschließlich mittels Scanning. Das heißt, die Tumoren werden abgescannt. Die Dauer der einzelnen Fraktionen ist entsprechend lang.
Und wir haben noch das Problem, dass in den meisten Anlagen tatsächlich nur eine Röntgenkontrolle möglich ist. Das heißt, ich müsste auch wieder entweder Goldmarker implantieren, was wiederum für die Protonentherapie ein Problem darstellt, weil das ganz dichte Körnchen sind und auch die Dosisverteilung bei der Proton- und Kohlenstoffionentherapie bei sehr dichten Gewebe dann abgestoppt wird. Das heißt, wenn ich da Protonen-Scanning mache und habe Goldkörnchen in der Prostata, dann kommt hinter diesem Goldkörnchen nichts mehr an und ich habe dann stärkere Dosis-Inhomogenitäten. Das heißt, Goldkörnchen-basierte IGRT ist eigentlich keine Lösung. Deswegen gehen die meisten Zentren dahin, dass sie einen Gelspacer zwischen den Enddarm und die Prostata implantieren, der sich dann da befindet und einfach den Abstand zur Prostata vergrößert. Das heißt, ich erlaube mir dann einen höheren Sicherheitssaum, weil ich weiß, ich kann mit der IGRT das nicht so genau einstellen, aber ich habe hier einen Gelspacer, der mir einen größeren Abstand zum Enddarm verschafft. Und hier ist noch ganz wichtig, dass wir bisher in Deutschland keine Studien haben, die einen Vorteil gezeigt hätten. Wir haben vielmehr eine Studie, die auch publiziert ist. Und das sind bei 2 von 92 Patienten auch Fisteln aufgetreten, also Verbindungen, Verbindungsgänge zwischen Darmschlingen und dem Enddarm. Und das ist natürlich etwas, was von der Häufigkeit so nicht erwartet wird. Also ich kann mich an keinen einzelnen Fall erinnern nach einer Proton-EMRT mit einer Fistelbildung. Das ist schon etwas ganz Seltenes. Und im Moment ist es nicht ganz klar, ob das lagerungsbedingt durch die Biologieberechnung oder durch auch eine Kombination mit dem Gelspacer vielleicht hervorgerufen wurde. Die Leitlinie sagt im Moment, es besteht kein Hinweis auf einen patientenrelevanten Vorteil der Protonentherapie im Vergleich zur hochkonformalen Photonentherapie bei Patienten mit lokal begrenztem Prostatakarzinom. Also im Moment nur im Rahmen von Studien. So, der nächste Punkt ist Trends in der Strahlentherapie beim Prostatakarzinom. Der erste Trend ist die adaptive Radiotherapie. Adaptive Radiotherapie bedeutet eine Anpassung des Bestrahlungsplanes bzw. der Dosisverteilung an die jeweilige Anatomie unter Berücksichtigung von inter- und infrafraktionellen Abweichungen mit dem Ziel, die benötigten Sicherheitssäume, um die Prostata zu minimieren. Jetzt gibt es 2 technische Neuerungen auf dem Markt. Es gibt einmal die Möglichkeit, mit dem MR-Linac dies zu realisieren. Da wird dann direkt vor der Bestrahlung in diesem Hybridgerät ein MRT gemacht und dieses MRT mit dem CT überlagert. Die Konturen für Prostata, Harnröhre, Harnblase und Enddarm eingezeichnet und ein neuer Plan berechnet. Das Ganze muss auch verifiziert werden oder zumindest qualitätsgesichert werden und wird dann appliziert. Und der Nachteil ist im Moment, dass die Tischliegezeit 30 bis 45 Minuten dauert. Und da kann sich natürlich, bis man das alles optimiert hat, kann sich natürlich wieder viel ändern am Enddarm und an der Blase. Das heißt, das ist schon ein Weg, wo es hingehen soll, aber der ist noch nicht in der klinischen Routine gut etabliert. Die zweite Möglichkeit, die jetzt auch auf den Markt kommt oder jetzt schon an einzelnen Orten, zumindest schon die Installation geplant ist, das ist eine adaptive Radiotherapie mit einem Hybrid-Linac-CT. Da wird dann auch eine tägliche Online-CT-Kontrolle durchgeführt und dann gleich der Plan neu berechnet und auch gleich appliziert. Und ein MRT dauert länger als ein CT, das heißt, das geht alles ein bisschen schneller. Und das, was wirklich neu ist bei diesem Hybrid-Gerät, das ist, dass das auf künstlicher Intelligenz basierend konturiert wird. Das muss natürlich auch noch lernen. Das heißt, das muss unterstützt werden durch einen Physiker und einen Arzt. Und, aber eigentlich werden die Konturen in einer sehr schnellen Geschwindigkeit auch schon auf das neue CT eingezeichnet von dieser künstlichen Intelligenz und müssen dann nur noch von einem Arzt nachgeschaut werden und vielleicht auch noch korrigiert werden, dann durch den Physiker optimiert werden und das Ganze, das ist jetzt schon möglich in gerade mal 20 Minuten. Das heißt, ich habe eine komplette adaptive Radiotherapie in 20 Minuten. Das ist noch relativ lange. Man würde sich wünschen, dass das noch schneller geht, weil sich auch in 20 Minuten einiges tun kann. Und wenn man mit voller Blase auf dem Bestrahlungstisch
nicht sich 20 Minuten sehr lang anfühlen können. In den nächsten Jahren ist jedoch zu erwarten, dass durch eine Verbesserung der Bildqualität und auch durch schnellere Berechnung und durch das Lernen dieser künstlichen Intelligenz die Behandlungszeiten auf 10 Minuten pro Fraktion reduziert werden können. Das heißt, da ist letztlich, das ist das, wo der Weg hingeht in Zukunft. Der zweite Trend, Hypofraktionierung. Wir unterscheiden Normofraktionierung, das ist eine Einzeldosis von 1,8 bis 2 Gray. Diese 74 bis 78 Gray, die werden dann über 7 bis 8 Wochen appliziert. Und davon abweichend gibt es die Möglichkeit der moderaten Hypofraktionierung. Da ist dann die Einzeldosis 2,4 bis 4 Gray. Und das Ganze dauert dann nur 4 Wochen. Oder die extreme Hypofraktionierung. Und das sind dann Dosen über 4 Gray pro Tag. In der Regel so 1 bis 2 Wochen Bestrahlungszeit. Da wird dann die gesamte applizierte Dosis in dieser Zeit appliziert. Und es ist natürlich sehr wünschenswert, wenn man diese 7 bis 8-wöchige Therapie bei Prostatakarzinom-Patienten auch auf 1 bis 2 Wochen oder zumindest 4 Wochen reduzieren könnte, weil dann auch die Nebenwirkungen, die ja sowieso niedrig sind, zusammen mit der begrenzten Zeitdauer, die das Ganze in Anspruch nimmt, tatsächlich für manche Patienten auch nochmal eine sehr viel attraktivere Therapiemöglichkeit zur Operation darstellen. Deswegen hat man das auch in Studien untersucht. Man hat erstmal die hypofraktionierte Therapie mit einer moderaten Hypofraktionierung untersucht. Und da hat man festgestellt, dass die Spätnebenwirkung sowohl am Enddarm als auch an der Harnblase und an der Harnröhre in den meisten Studien erhöht waren. Es gibt eine Studie, die hatte 60 Gray mit 3 Einzeldosen untersucht. Da waren die Nebenwirkungen spät. Allerdings verglichen mit einer relativ niedrig dosierten Photon-Therapie, dass man das schon auch noch mit Vorbehalt interpretieren sollte. Was aber wichtig ist, wenn man sowas macht, also eine hypofraktionierte Therapie, dann mit moderater Fraktionierung über 4 Wochen. Und man muss dann damit rechnen, dass man Grad 2 Nebenwirkungen bei 11 bis 14% der Patienten am Enddarm hat. Die extreme Hypofraktionierung, also alles in einer Woche geben, hat man auch bereits untersucht. Hier hat man leider mehr Eingriffe wegen Inkontinenz oder Harnverhalt gesehen, sodass auch das nur bei eingeschränkten Indikationen wirklich angewendet werden sollte. Die Leitlinie, die sagt hierzu, dass die moderate Hypofraktionierung erwogen werden kann, vor allen Dingen, wenn der Patient immobil ist, einfach nicht 8 Wochen jeden Tag kommen kann oder wenn er dement ist und nicht auf dem Tisch liegen bleibt oder es einfach sehr mühsam ist, ihn zu immobilisieren und zu sedieren, um ihm eine Bestrahlung auf dem Tisch jeden Tag zu ermöglichen. Oder wenn auch aus anderen Gründen eine 7- bis 8-wöchige Therapie nicht möglich ist, zum Beispiel irgendwelche Erkrankungen der Ehefrau oder auch eigene Erkrankungen, die einfach kein 7- bis 8-wöchiges Intervall lassen, bei dem man jeden Tag 10 Minuten zur Bestrahlung gehen kann. Wenn man dies macht, dann soll man dies gemäß der CHIP-Studie machen, also mit 60 Gray, 3 Gray Einzeldosis über 4 Wochen. Und wenn man das macht, dann muss man obligat mit IMAT und IGRT, also mit bestmöglicher Photonentechnik bestrahlen, weil wir auch ohne diese modernen Techniken eine erhöhte Gefahr für Spätnebenwirkungen haben. Man sollte diese moderate Hypofraktionierung auch nur bei den Low-Risk-Fällen und nicht bei den lokal fortgeschrittenen Fällen verwenden. Und eine extreme Hypofraktionierung, also in 5 Sitzungen zum Beispiel, sollte nur im Rahmen von Studien erfolgen, also nicht einfach so gemacht werden. Und dann zu guter Letzt möchte ich Ihnen auch nochmal eine Übersicht zeigen, wo hochdosierte, hochmoderne IMAT mit 78 bis 81 Gray versus Nebenwirkungen nach einer Operation. Ich habe ja jetzt gar nichts zur Operation gesagt. Ich habe jetzt auch einfach nur die Nebenwirkungen aus der Leitlinie Ihnen hier auf diese Folie kopiert. Und da sieht man, dass das Spektrum ein ganz anderes ist. Also nach einer Operation, da habe ich in ganz, ganz seltenen Fällen auch mal eine Todesfolge durch eine Infektion oder einen Narkosezwischenfall mit einer Blutung. Das Hauptaugenmerk liegt aber bei den Nebenwirkungen nach Operation bei der Inkontinenz und der erektilen Dysfunktion, also Erektionsstörungen.
Und bei der Strahlentherapie habe ich natürlich keinen Tod. Also das ist keine Therapie, die akute Lebensgefahr bedingt. Ich habe in weniger als 1% der Fälle vielleicht durch die Röntgenbestrahlung ein Sekundärmalignomrisiko, das sich aber nie in den ersten 5 Jahren nach Strahlentherapie bemerkbar machen wird. Ich habe in unter 1% der Fälle eine Verengung der Harnröhre. Dies ist aber eigentlich sogar ein bisschen höher von der Gefahr nach der Operation. Ich habe weniger erektile Dysfunktion. Ich habe allerdings mehr akuten Harndrang. Das heißt, Patienten, die bestrahlt werden, die haben gegen Ende der Strahlentherapie einfach häufig einen Harndrang und müssen häufiger auf Toilette. Und auch das Fassungsvermögen wird vielleicht etwas weniger, es sei denn, wir bestrahlen den Patienten immer mit schön gefüllter Blase. Das heißt, das muss man sich überlegen. Welches Risiko bin ich eher bereit in Kauf zu nehmen, und danach wählt man die Therapie. Die hochdosierte Photon-EMT ist letztlich die Standardtherapie, die in allen Risikogruppen durchgeführt werden kann, und die radikale Prostatektomie ist die Form der Operation, die auch in allen Risikogruppen durchgeführt werden kann, und das ist am Ende das, was man entscheiden muss. Und damit das vollständig ist, möchte ich Ihnen auch noch gerne die Nebenwirkungen der Antiandrogenentherapie zeigen. Die sind nämlich auch nicht so ohne. Es gibt durchaus Patienten, die kommen und sagen, ach, ich will eigentlich nicht die Operation, nicht die Strahlentherapie, kann ich nicht einfach nur Antihormontherapie machen. Dazu ist zu sagen, dass das tatsächlich nicht ganz ohne ist. Also man hat bestimmte Nebenwirkungen, die durch die antiandrogene Therapie erhöht werden. Das ist zum Beispiel die Osteoporose, die Gefahr für eine Entwicklung von Diabetes. Auch die Herzsterblichkeit, die wird erhöht. Gefäßerkrankungen können sich verschlechtern, Embolien, Thrombosen auftreten. Auch eine Schwellung der Brustanlage mit Schmerzen kann vorkommen. Sexuelle Dysfunktion, und man wird diese antiandrogene Therapie, gerade wenn man sie zu wartenden Konzept macht, ja dauerhaft geben. Das heißt, das sind dann alles auch Nebenwirkungen, die dann dauerhaft auftreten können. Daneben noch Depression und Müdigkeit. Von daher, es gibt tatsächlich Patienten, die dann erstmal mit einer Antihormontherapie anfangen und diese dann aber abbrechen und sagen, ich mache jetzt doch eine Operation oder eine Strahlentherapie, weil dann die Therapie tatsächlich danach abgeschlossen ist und ich nicht mit diesen dauerhaften Nebenwirkungen rechnen muss. Ja, zur Nachsorge nach Strahlentherapie ist zu sagen, dass sie ähnlich verläuft wie nach der Operation. Das heißt, eine urologische Untersuchung inklusive PSA-Bestimmung alle 3 Monate. Bei der Strahlentherapie kommt die strahlentherapeutische Nachsorge mit der Dokumentation von eventuellen Nebenwirkungen hinzu. Wir machen das bei uns immer so, dass wir den Patienten einen Fragebogen mitgeben und die Patienten bitten, diesen erstmals nach 8 Wochen uns zuzuschicken. Und dann bekommen die Patienten einmal im Jahr einen solchen Fragebogen. Und die Spätnebenwirkungen sind ja, wie Sie gesehen haben, sehr selten. Wenn da welche auftreten, bestellen wir uns die Patienten vor Ort in die Strahlentherapieambulanz ein und veranlassen eine weitere Abklärung oder geben auch Therapieempfehlungen. Und das, was ich Ihnen jetzt hier aufgelistet habe, das sind nur Beispiele für die besonders schweren Nebenwirkungen, die ganz selten auftreten. Zum Beispiel bei Blutungen, da ist natürlich erforderlich, dass man eine Spiegelung durchführt und auch andere Erkrankungen ausschließt. Wenn sich das dann so darstellt, dass es tatsächlich im Bestrahlungsbereich ist, dann muss der Strahlentherapeut mit dem Patienten beraten, was zu tun ist. Das kann eine Lasertherapie sein oder eine hyperbare Sauerstofftherapie oder aber auch eine lokale Cortisontherapie. Findet sich eine Verengung der Harnröhre als Spätnebenwirkung, dann muss der Urologe tätig werden, dann wird gedehnt oder geschlitzt, aber auch das ist eine seltene Therapiefolge und dementsprechend auch nur selten erforderlich. Ja, das war's zum Thema schonende Strahlentherapie-Techniken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und werde jetzt als nächstes mir anschauen, ob Sie Fragen gestellt haben. Dazu rufe ich mir den Chat mal auf. Mal durch. Eine einzige Frage. 2018 wurde mein Prostata entfernt, ein Teil des umliegenden Nervengewebes blieb behalten, mit dem Nachteil, dass eine geringe Menge des Karzinoms noch vorhanden ist.
Der PSA-Wert steigt seit der Operation langsam wieder an. Ab welchem Wert empfehlen Sie die Durchführung der Bestrahlung? Ja, das ist das Thema, diese Indikationen, die ich jetzt gar nicht explizit beleuchtet habe. Eine gute Frage. Normalerweise sollte der PSA-Wert nach einer Operation in den Nullbereich sinken. Steigt dann der PSA-Wert nach der Operation wieder langsam an, dann stellt sich zunächst die Frage, wie schnell steigt er an? Wie hoch ist die PSA-Verdoppelungszeit? Ist die PSA-Verdoppelungszeit kleiner als 6 Monate, dann ist es wahrscheinlich ein lokales Wachstum, dann macht auch eine Strahlentherapie durchaus Sinn. Und ist die Verdoppelungszeit größer als 6 Monate, dann müsste man auch gucken, ob da nicht andere Stellen im Körper sind, das heißt Lymphknoten befallen sind oder vielleicht sogar irgendwo ein Streuherd ist. In den meisten Fällen ist es so, wenn ein langsamer Anstieg stattfindet und ich interpretiere das mal so, dass die PSA-Verdoppelungszeit größer als 6 Monate ist, dann würde man erstmal 3 Anstiege abwarten und bis 0,2 hätte man mit irgendwelchen bildgebenden Verfahren überhaupt keine Chance, ein Rezidiv oder einen Rest, der wächst, zu sehen. Und vor 0,2 würde ich auch nicht eine Strahlentherapie machen. Ich würde tatsächlich in 3-monatigen Abständen bestimmen, wenn man besonders besorgt ist, kann man auch mit seinem Urologen besprechen, dass man das bei der ersten Kontrolle vielleicht in 2-Monats-Intervallen macht. Spätestens dann, wenn 0,2 erreicht ist, sollte der Patient sozusagen mal zur Beratung sich vorstellen zur Strahlentherapie. Eine Bestrahlung, eine sogenannte selbische Radiotherapie, sollte vor 0,5 stattfinden, weil wir dann auch keine zusätzliche Hormontherapie brauchen und weil dann die Heilungschance sehr hoch ist. Und ab 0,26, da fängt es an, sozusagen relevant zu werden. Das heißt, zwischen 0,2 und 0,5, das ist so die Grauzone, wo ich durch eine frühzeitige Bestrahlung keinen Benefit habe, aber vielleicht auch noch nicht sehe in der Bildgebung. Und wir machen es immer so, dass wir die Patienten beraten, dann ein MRT machen, gucken, dass da keine Lymphknotenmetastasierung ist und noch besser ein PSMA-PET-CT veranlassen und dann schauen, wo tatsächlich eine Anreicherung ist. Spätestens bei 0,5 sollte man bestrahlen, auch wenn in der PSMA-PET-CT keine Anreicherung ist. Das PSMA-PET-CT ist eine sehr gute Untersuchung. Sie hat aber die Schwachstelle in der Ortsauflösung und bei einem PSA-Wert von 0,5 hat man häufig noch nichts, was man sieht, obwohl etwas da ist in der Prostataloge. Das heißt, 0,5 ist so die Grenze, wo ich sagen würde, da sollte man spätestens loslegen. Zwischen 0,2 und 0,5, je nachdem, wie dringlich das ist. Man kann dann auch nochmal mit der Urlaubsplanung gucken, wie man es optimiert und wo man es hinplant, weil es ja eine 8-wöchige Therapie ist oder eine 7,5-wöchige Therapie ist. Aber das ist so der, das, was man macht. Ihnen dann noch einen schönen Abend und vielleicht sieht man sich auch mal wieder bei einer der nächsten Folgen von Medizin und Pflege im Dialog. Auf Wiedersehen!